Hallo liebe campingbegeisterten Zuschauer vom europaweit größten Adria Vancamp 2024. Hier haben wir, habt ihr schon in der Videobeschreibung gesehen, den, ich sag bewusst ehemals Lederdirk, jetzt ist es nämlich Filzdirk, mehr dazu jetzt sofort. Den habe ich schon zweimal gefilmt, ihr werdet ihn wiedererkennen. Einmal, wo wir uns alle festgefahren haben in Bad Pyrmont bei meinem Spontancamp, wo es so geregnet hatte und die Wiese so nass wurde. Und einmal habe ich ihn auch hier auf dem Camp schon gefilmt, in Föhl. Hallo, du bist der Dirk. Ich bin Dirk, hallo. Sicherlich erkennt ihr ihn wieder. Der hat nämlich, wenn ich es nochmal sagen darf, alles Mögliche aus Leder gemacht gehabt. Damals schon. Egal welche Ablage. Den Tisch aus Leder, hier die Küche und wirklich ganz viel aus Leder. Das ist ja gar nicht jetzt der Schwerpunkt. Der neue Schwerpunkt ist, du hast jetzt einen neuen Spleen, wenn man ihn so nennen darf, Filz. Es ist kein Spleen, ich wollte mich so ein bisschen von dem ganzen Plastik trennen. Ich mochte den ganzen Kunststoff nicht, hinten an den Türen und auch an den Sitzen und auch hier unten an den Kanten, wo man immer mal so gegenstößt. Fangen wir gleich mal an, du hast tatsächlich unten... Genau, ich habe die ganzen Sitze... Und so alles, was Plastik sichtbar war... Alles abgebaut und so ein bisschen mit Filz. Das muss doch eine Mordsarbeit sein, alles abbauen viel und mit Fummelkram, Filz beziehen. Genau. Auch hier, das alles, ne? Genau. Das ist natürlich beeindruckend. Gerade so für Strom, ne? Strom, Peter musste dann alles Strom abklemmen, weil das kannst du nicht einfach so abbauen. Das ist alles fest, also überall Kabel abschneiden, ja. Anschließend neu wieder anlöten. Auch drüben meine Sitzheizung, musste alles abgeklemmt werden. Unsere elektrischen Abwasserventile musste alles wieder ab, hat er alles wieder neu angeklemmt an unseren Basteltagen. Und so. Dein Fahrzeug ist farblich perfekt abgestimmt durch diese Matten. Ein bisschen hellen Teppich gegönnt. Ja, und diese Sitze, die waren ja auch nicht original. Die hast du ja, ich ziehe auch meine Schuhe sogar aus, die hast du ja auch damals machen lassen. Ja. Mit Leder. Ja. Passt genau zu dem anderen mit Leder hier. Also wirklich toll, dein Lenkrad hast du ja auch beim Lederfuzzi damals bestellt. Genau. Und das hast du dann in der Farbe, hat keiner. Ist genau dieselbe Farbe wie meine Sitze. Ne? Das hat er gemacht, der hat das hingekriegt. Ne? Einfach bestellt, er hat mir Farbmuster zugeschickt und dann hat er die nummeriert von 1 bis 6. Dann habe ich ihm die Nummer zugeschickt und dann hat er mir das so gefärbt. Ja. Gleich mal eine kurze Nebenfrage, wo ich dein 9-Gang-Wandlergetriebe gerade sehe. Bist du mit deinem wunderschönen Adria eigentlich noch zufrieden? Läuft alles super, ich bin begeistert. Das ist ja auch hier Baujahr 2020, glaube ich. Ne? 21. 21er, oh okay. Mhm. Ja. Ja, und du bist auch Harley-Fahrer nach wie vor. Immer noch. Deswegen hast du natürlich auch noch deine Harley-Aufkleber. Und wirklich, hinten auch Filz. Du bist jetzt Filz-Dirk. Ich habe das Bett hier, eigentlich alles, was so ein bisschen Kunststoff ist. Auch ich mochte diese blöde schwarze Platte hier nicht. Das ist ja unglaublich. Dann habe ich das hier so ein bisschen... Mal so frei, mach einfach mal Licht an. Licht an, genau. Und dann auch das Bett habe ich so ein bisschen... Warte, das ist ja unglaublich. Du hast den Kühlschrank komplett mit Filz bezogen. Genau, das ist ja überall angucken. Das ist bei Amazon gleich gekauft, ohne Sprühkleber, ohne alles gleich... Inklusive Kleber ziehst du ab, einigermaßen mit dem Zollstock ausmessen und schön sauber mit dem Cuttermesser schneiden. Das ist krass. Und jetzt kommt's, das Bett, die genau, Bettumrandung. Bett. Alles mit Filz. Meine Türen hinten und die Ablage, ja. Wenn du schön im Bett liegst. Oh, das dürfen wir verraten, du hast das Froli-System. Genau, auch sehr gut. Ich habe immer noch die originale Matratze. Mhm. Nach 3-4 Tagen war das so ein ganz klein bisschen unangenehm. Aber jetzt mit dem Froli-System habe ich seit letztes Jahr. Und ja. Alles gut, jetzt schlafe ich. Und jetzt darf ich nach hinten treten, denn jetzt wird es richtig krass. Du hast da hinten die Heckgeschichte. Ja, auch die Seitentür, Schiebetür oben, die Verkleidung. Ist sehr angenehm, wenn du im Bett liegst und schläfst. Es ist bedeutend wohnlicher. Die Ablagefächer, alles ist Filz. Den ganzen Kunststoff, ganzen Plastikklimbim los bist. Ne? Aber liebe Zuschauer, das ist nicht alles. Schaut mal hier oben. Selbst die Max-Fan-Umrandung aus Filz. Also, dein Ideenreichtum ist grandios. Auch hier, Schiebetür war von allem am aufwendigsten, fand ich. Die Schiebetür mit Filz. Auch Plastik wollte ich loswerden. Geil. Dieses Teil ging. Dieses Teil hier oben im Fensterbereich ist Katastrophe vom Abbauen und alles. Oh, du hast Softclose, ne? AST oder sowas. Mhm. Das Lustige, denn ich wollte von, ist eigentlich auch wieder so, was dich vielleicht spaßig macht immer, diese billigen Dinger, was man billig nennt. Diese Nupsis hier. Gibt es von Adria in braun, in schwarz, in weiß, in gelb, in beige, natürlich nicht in grau. Ich habe sie mir dann von ihr Knaus Weinsberg bestellt. Kostet einer, glaube ich, 2,95 oder so. Total gekloppt. Ein Ding. Die Kunststoffdübel sind fast so teuer wie das ganze Filz, was ich gekauft habe. Und dann wieder das Lustige. Adria macht alles in 4 mm Schrauben. Mhm. Und das ist alles 6 mm. Das heißt, alles, als ich alles fertig hatte, alles nochmal größer bohren wieder. Und so.
Wisst ihr was? Ich finde es sehr angenehm. Es ist, also, ja. Es ist sehr wohnlich, es ist sehr warm. Ich finde das, wenn genau ich drinnen sitze. Genau das wollte ich gerade sagen. Ich stehe jetzt hier drinnen. Wirklich jetzt kein Plastik mehr. Und die Tür da ist jetzt zu. Ich habe das Gefühl, das ist ganz anders gedämmt. Ja. Und die Raumakustik ist dadurch ganz anders. Also, ne? Du siehst wirklich, ich habe hier fast auch dann unten an den Sitzen so, wenn ich hier so ein bisschen mit Strümpfen und so ist. Ich kann überall meine Füße gegenhalten. Es ist überall sehr wohnlich. Total gemütlich. Kein Plastik mehr. Auch da, selbst hier, wo der Heizungsausströmer ist, ihr kennt alle da unten diese Seite, da hast du selbst da hast du Filz hingelegt. Also das ist der Hammer. Aber jetzt bitte sag mir nicht im Badezimmer, da ja wohl nicht, nein, weil da nein, ist ja nein, Nasszelle und so. Übrigens, du hast ein top aufgeräumtes, sauberes Fahrzeug, wie nagelneu. Ja, das ist du bist ein sehr ordentlicher so Mensch. Mein Problem wahrscheinlich. Wirklich toll. Man muss aber auch sagen dürfen, du bist hier alleinreisend. Ja. Und da hat man natürlich dann auch, genau. Ne, du bist wirklich sehr ordentlich. Und ich räume hinter mir auf, genau. Und ja, würdest du dann ein Auto verkaufen oder ist es unverkäuflich? Nein. Unverkäuflich. Jedes Jahr macht mir das mehr Spaß. Unsere Gruppe wird auch immer besser und immer. Wir haben uns ja vor 3 Jahren so ein bisschen kennengelernt, vor 2 Jahren und letztes Jahr und dieses Jahr. Und jetzt muss man fast sagen, aus den Bekanntschaften, die wir seit 2 Jahren pflegen, kommt jetzt langsam Freundschaften. Also es ist, man freut sich. Wir wissen heute schon, dass wir uns nächstes Jahr zum 1. Mai wieder treffen und dass wir uns Pfingsten wieder treffen. Also super. Und das passt schon. Was daraus entwickelt ist, ist wirklich erstaunlich. Ja. Ne? Wie viele Kontakte sich nicht nur gebildet haben, sondern Freundschaften. Also das ist ganz beeindruckend. Bei uns ist es jetzt wirklich so, hast du ja mitgekriegt in Hammelburg und auch an der Mosel. Wir sind jetzt teilweise 20, 25 Fahrzeuge, circa 40 Personen, die sich wirklich zusammengerottet haben. Die passen wie die Faust aufs Auge. Und gefunden habt ihr euch alle einst hier auf diesem Adria Event Camp in Vöhl? Genau, bei dir eigentlich mit 5, 6 Peoples und dann wurden wir immer irgendwie mehr. Mhm. Und ja, mittlerweile werden Freundschaften oder sind Freundschaften draus geworden. Und ja, die ganze Truppe passt wie die Faust aufs Auge. Jeder Einzelne. Mhm. Super. Viel Freude, viel Spaß. Ja, das ist wirklich großartig. Ich freue mich auch darüber, das zu sehen, wie sich die Freunde hier herzhaft innig lieben, kann man schon sagen. Und man denkt, ihr kennt euch schon seit Ewigkeiten. Das ist wirklich toll. Wir sind heute hier und wir sind seit letzter Woche Mittwoch schon wieder mit fast 40 Leuten unterwegs. Mhm. Und einige mussten dann wieder nach Hause zur Arbeit. Aber wir sind mit einem kleinen Trupp von irgendwie 6, 8 Leuten, sind wir seit letzter Woche Donnerstag oder seit letzter Woche Mittwoch unterwegs. Sämtliche Campingplätze jetzt bis hier in Station. Besser geht nicht, glaube ich. Liebe Camping-begeisterten Zuschauer, wenn ihr dann auch hier sein solltet auf dem Camp, das geht ja eigentlich erst am Freitag los, und die ein oder andere Frage habt mit Filz beziehen, geht das? Ich glaube, ihr könnt ihn ruhig ansprechen und ihn mal fragen, wenn du einen Tipp geben kannst. Ne? Und deine Fummelkram, wie du schon gesagt hast. Deine Erwartung noch am Ende von diesem Video, hast du irgendwelche Erwartungen oder bist du erwartungslos, was dieses Camp angeht? Ja, von dem Camp. Ich habe ja nur schon 2-mal mitgemacht, war 2-mal richtig gut und das wird auch dieses Mal richtig gut. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Das passt schon. Vielen Dank. Jetzt nicht mehr Lederdirk, sondern Filzdirk. Und in echt natürlich Dirk. Aber Filzdirk, der musste jetzt sein, ist ja klar. Passt. Bis zum nächsten Video, liebe Zuschauer. Das war Filzdirk. Schreibt in die Kommentare.